Ja, und meine Baumeister sind überall unterwegs. So, dann können wir unser Truppen mal hier abziehen. Wir haben die höllischen Minen. Bevor ich Gold gegen Goldnuggets, Golderz tauschen kann, gegen Eisenerz. Und gegen Kohle. Oder Fisch, also Nahrung gegen Gold. Werkzeug gegen Gold. Komm, ich habe doch den Pater nicht pausiert. Bringt ihm endlich seine Wurst. Wenigstens scheinen die Gebäude nach und nach errichtet zu werden. Und es kommt Fisch. Sehr viel Fisch rein. Du übrigens hier dein Jagdrevier hin. Deins hierhin, deins eher hierhin. Dann jagst du vielleicht noch da oben mit. So, deins ist hier. Das sehe ich gerne. Sehr viele volle Schweinezüchter. Immer noch ein Pater, der auf seine Wurst wartet. Befestigungsausbau beendet. Ah, kommt da endlich seine Wurst? Nein, das ist die Wurst vom Metzger. Ah, da kommt die Wurst. Ich habe hier noch eine Bäckerei. Weg mit dir. So. Dann entsenden wir mal unsere riesige Gruppe an. Geistig, mir fällt gerade wirklich das Wort nicht ein. Ja, cool, hier wurde schon ausgebaut. Festung ausgebaut. Dann bauen wir hier weiter aus.
mit dem Stein, was ich mittlerweile habe, kann ich die Hauptstraßen hier auch mal ausbauen. Dann bewegen sich auch meine Mönche schneller. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Habe ich vergessen, da zwei Pikiniere. Oder sind die noch im Nachhinein gestorben? Waren da noch Geister drin? So, da kommt destruiert gerade einer. Befestigung ausgebaut. Sehr schön, dann bauen wir die noch weiter aus. Haben es meine Geistlichen? Nein, sie haben es noch nicht mal über die Brücke geschafft. So, die Befestigung hier ist ausgebessert, das ist gut. Ich bin übrigens mal gespannt. Meine Soldaten sollten theoretisch schneller sein als die Mönche. Oder die Geistlichen. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Oh, wir haben jetzt hier schon Steinbefestigungen, aber hier noch keine... Ah, da kommt endlich das letzte Holz. Und ja, da kommen unsere Pikiniere. Während unsere Geistlichen immer noch hier sind. Ja, Soldaten sind halt wirklich schneller. Geistliche lassen sich am meisten Zeit, dabei irgendeinen Ort zu erreichen. So, und da kommt unser Baumeister, um dort die Befestigung zu verbessern. Ja, eigentlich sollte ich die Armeen hier rüber schicken. Von da aus können wir am besten angreifen. Hier ist nämlich der Weg recht kurz. Hier müssten wir an der Engstelle nämlich kämpfen. Und hier, ja, hier würde auch gehen. Aber ich finde, hier ist am besten.
So, erstmal die beiden. Befestigungsausbau beendet. Dann ziehen wir den noch nach. Und da ist so sehr verstopft, dass die Nahkämpfer gar nicht mal durchkommen. Befestigung ausgebaut. So. Ausgezeichnet, die Wegen beugen sich eurer der Macht eurer Waffen. Sie erkennen euch als neuen Gebiet ihres Reiches an und errichten euch zu entrichten euch zu Zeichen ihrer Unterwerfung einen Tribut. Oh. Glückwunsch, eure Taten haben euer Prestige gemehrt. Macht weiter so. So, als letztes der Steinkreis. Kann ich hier ja schon mal 4, 4 und 4 in Auftrag geben. Für die Forschung in der Mitte. Flup, flup. Dort marschieren sie jetzt in den Steinkreis hinein. Vorzüglich, eure Geistigen haben die Hände dazu bewegt, ihren Glauben abzuschwören und ihr Land dem euren anzuschließen. Und was das Beste ist, sie schicken euch ihre rechtlichen Opfergaben, die sie nun nicht mehr für ihre Rituale benötigen. Oh, nicht schlecht. Glückwunsch, eure Taten haben euer Prestige gemehrt. Macht nur weiter so. Oh, Cutscene. Oh weh, meine geliebte Schwester, wir haben den Boden für unsere sichere Zuflucht, unser eigenes Rebellenkönigreich erfolgreich geebnet. Wir werden all jene Bewohner dran den Schutz finden, die vor den Gräueltaten der Doppelkönige flüchten. An diesem Ort werden wir alle Siedler vereinen, die willens sind, sich gegen Konradin und Baldros zu erheben, um Tannur die neue Hoffnung und den lang ersehnten Frieden zu bringen. Aber zuvor müssen wir uns noch um einige Dinge kümmern. Eine souveräne Nation wie das Rebellenkönigreich braucht eine eigene Währung. Bevor wir also unsere Unabhängigkeit erklären können, müssen unsere Geistlichen die Technologie zum Bringen des Tandrischen Talers erforschen. Was ist schon eine Unabhängigkeitserklärung ohne Feierlichkeiten? Ich habe bereits den Festplatz organisiert. Euch obliegt es nur noch Papier für die Unabhängigkeitserklärung zu besorgen. Eure Gäste zu verpflegen und zur Begrüßung ein wenig Geld zu verteilen.